Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und heute geht es dann auch schon um die E-League 2018 in Boston. Und zwar um die Predicts. Ich will euch nur mal meine Predicts zeigen, für wen ich bin, beziehungsweise was ich glaube, wer weiterkommt. Vielleicht spielt ja der eine oder andere von euch dann auch mit. Oh, so, hier sind wir. Bei der E-League oder versucht da mit zu wetten. Oder zu tippen, sage ich mal, weil es ist ja eher mehr tippen, kein wetten. Und ja, also es gibt ja die Möglichkeit, dass man sich die ganzen Sticker einzeln kauft, was man halt braucht. Kostet dann ein Sticker 85 Cent. Oder ich habe zum Beispiel mir das ganze Bundle gekauft für 33,50, dann habe ich von jedem Team einen Sticker plus ein Graffiti dabei. Und also ein Graffiti und einmal den Sticker vom Wappen halt oder vom Logo. Und dann habe ich mir auch zusätzlich noch ein paar Stickerkapseln gekauft, die werde ich jetzt davor noch aufhebeln. Die Sticker-Kapseln, die sind, ja, man kann nicht wirklich Profit damit machen. Ich habe keinen Plan, wo die sind. Okay, hier sind ein paar und dort sind ein paar. Gut, man kann hier also wie gesagt nicht wirklich Profit machen, falls von euch jemand da Bock hat, die auch zum Aufmachen, aber sich denkt zum Beispiel bei die Team-Kapseln, die kosten ja glaube ich 4,95 € oder so, ist knappe 5 Euro. Und diese, falls die euch zu teuer sind, die werden noch im Preis droppen. Ab der Mitte von der E-League bzw. gegen Ende der Liga werden die um minus 50% reduziert, also falls da jemand Interesse hat, dann sollte sich die erst später kaufen, wenn die im Preis reduziert sind. Ich habe sie mir jetzt mal so gekauft fürs Video und denke mir ja, vielleicht lacke ich ja halt rein. Ich meine, so ein paar Goldsticker wären halt preislich schon krass, sonst machst du die halt eigentlich nur Bruch. Glaube ich. Es kommt halt auch immer darauf an, welchen Spieler. Aber ich würde hier einfach gleich mal aufhebeln. Im letzten Mal, glaube ich, weiß nicht, was das letzte Turnier war, der letzte Major. Kann ich mal kurz nachgucken. Und das sieht man auch schon meine Predicts. Genau, die Krakau. Da habe ich ja auch ein paar Kapseln aufgehebelt und da habe ich dann eigentlich richtig reingelackt mit den roten Stickern. Und ja, also. Das Lustige mit den Stickern ist ja, man kann ja da zum Beispiel, wenn man eine Dragonlore hat, da 4 so Sticker raufklatschen. Und dann sieht es halt aus wie eine Souvenir-Dragonlore oder generell bei jedem eigentlichen Souvenir-Skin. Was auch in, also gibt ja manche, die sind Souvenir und welche nicht Souvenir. In einem Name-Tag ist dann halt bearbeiten. Weil irgendwie läuft es da gerade gar nicht so. Es sind auch ziemlich viele Spieler, beziehungsweise was gibt's denn da? Booster. Kenne ich nicht mal. Das ist von dem Team, wo ich mir den Namen nicht mehr merke. Avengers. Na, was gibt's denn da zum Beispiel? Schon wieder? Ey Junge, das ist ja direkt. So, mal kurz gucken, was habe ich da bis jetzt so gezogen. Ja, nur Bullshit. Der Edward ist der einzige, also gut, Stevie K kenne ich auch. XMS, der gut ist jetzt neu, beziehungsweise noch, wenn nicht wie lange jetzt schon dabei ist, beenden wir es. Halbes Jahr. Was sonst ist, kenne ich da so gut wie keinen. Bin ja da schon nicht mehr, also früher habe ich mir die fast jedes Game damals. Oh, NBK ist nice, das ist mein Lieblingsplayer. Der wäre in Gold richtig krass. Da hätte ich mich übelst gefreut. Früher war ich ja da, habe wieder jedes Match reingezogen. Ich wusste über alles Bescheid, aber jetzt mittlerweile, keine Ahnung. Also letztens habe ich irgendwann ein Match gesehen von, Fnatic gegen, weiß es gar nicht mehr. Genau, gegen Team Liquid, jetzt sehe ich es gerade. Und ja, waren eigentlich beide ziemlich gut am Drücken. Ich weiß dann auch gar nicht, wer gewonnen hat, weil ich habe mir das nicht mal fertig angeguckt. Aber wie gesagt, also früher war ich da mit der Materie noch besser beschäftigt. Oder wusste ich besser Bescheid. Aber ich habe heute anscheinend auch keinen Luck. Also wie viel habe ich denn da jetzt noch? Also die Teams, die habe ich mir zum Schluss auf und dann noch 4 so normale.
Gut. Ich hoffe, da kommt wenigstens noch ein Goldener. Okay, von Big Wiss wenigstens Glanz. So. Fallen wäre richtig nice. Ich weiß ja gar nicht, ich glaube, irgendwen von Fnatic habe ich letztens gezogen. Und ich kann aber dann eh auch gleich nachgucken. Da hatte ich nämlich, glaube ich, zwei goldene Sticker gezogen. Heute ziehe ich anscheinend gar keins. Dann auch noch so unnötige Player, Alter, wen juckt der? Ich reib mal Pascha. Den goldenen Pascha. Gut, also da war ich jetzt mal nicht so krass am Bienen. Und ich ziehe auch die ganzen Player doppelt irgendwie. Kef habe ich zweimal. Otaku ist okay. Boost habe ich zweimal. Ja. Ist jetzt nicht zu krass. So, und diese Kapseln kosten jetzt, das sind die, was jetzt knappe 5 Euro kosten. Also da wäre jetzt schon nice, wenn ich da jetzt, SK wäre krass, VP würde ich mich freuen. Ja, ist jetzt ein... In Glanz wäre das krass gewesen, weil den würde ich sogar brauchen. Weil ich will da wieder ein paar Waffen beschmücken, sage ich mal. Und da wäre den Glanz schon krass. Game mit Holo. Wobei, manche von den Holos finde ich sogar auch ganz nice. Schon besser als die Glanz. Kommt halt auch immer drauf an, von welchem Team. Was haben wir denn hier? Envers? Miss... Ja, okay. Irgendwie ziehe ich heute sogar keinen Glanz. Face wäre auch krass. Navi, Mausboard, aber ich ziehe hier wirklich das letzte vom letzten. Letzten zwei. Ist eh klar. So, und dann jetzt noch die letzte. Es ist eigentlich so wertlos. Und wieder das Logo in Holo. Gut. Von Glanz habe ich jetzt gar nichts dabei. Außer bei die... Okay, das verstehe ich jetzt nicht. Hier ist es auf Deutsch und hier ist es auf Englisch. Und hier wieder auf Deutsch. Verstehe ich nicht. Ja, okay. Dann war es das mal mit den Sticker-Kapseln. Lief jetzt eigentlich nicht so, wie ihr hofft. Aber jetzt zu den Predicts. Also, ich habe zuerst mal G2, weil es ist einfach mein Favorite-Team und ich glaube an die werden das auch schon machen. Navi brauche ich eigentlich auch nicht viel dazu sagen. Ein krasses Team, drückt gut. Also, wenn die da jetzt nicht weiterkommen, dann ist das wirklich fragwürdig. Mausboard ist auch nicht schlecht. Mausboard kennt auch jeder. Somit... Sollten da auch kein Problem sein. Cloud9 war in letzter Zeit jetzt nicht so krass unterwegs. Beziehungsweise die waren jetzt bei vielen Majors waren die nicht dabei. Oder bei, ich weiß nicht wie vielen, aber bei den manchen in letzter Zeit waren die nicht so gut. Aber jetzt im Vergleich zu den restlichen Teams, was es da sonst noch gibt, sehe ich da auch keine Kühle für die. Beziehungsweise dass sich die jetzt irgendwie schwer tun. Also da glaube ich auch, dass die weiterkommen. Dasselbe gilt auch für Team Liquid. Also selber wie Cloud9 und Team Liquid, die sind da ziemlich gleich stark. Bei Envers war ich kurz am überlegen, weil ich denen das jetzt ehrlich gesagt nicht so zutraue. Weil ja damals ja KennyS und MDK zu G2 gewechselt sind. Und dann hatte Envers eigentlich ein ziemliches Tief. Und es ist halt so eins von den Teams, wo ich mir jetzt sage, okay, da bin ich mir jetzt nicht zu 100% sicher. Aber wäre schon möglich, von dem her.
Also mehr positiv als negativ. Im Vergleich halt wieder zu den anderen Teams. Wenn ich hier jetzt zum Beispiel Space Soldiers noch weggebe. Hallo? Kann man ja halt im Vergleich noch sehen. Flipside war damals auch gut am Drücken. Und sind jetzt mittlerweile auch nicht mehr so relevant. Da war ich halt am überlegen, ob ich zum Beispiel Team Soldiers nehme oder Renegades, weil das sind, finde ich, beide gleich gut. Beziehungsweise waren sie das mal. Ich, wie gesagt, ich bin schon länger nicht mehr dabei gewesen, beziehungsweise habe ich mir die letzten paar Games jetzt nicht mehr reingezogen. Aber ich glaube halt, dass die das doch machen werden. FaZe Clan ist mit ab, glaube ich, einer unter den besten Teams. Also entweder FaZe, Navi oder G2, sage ich mal. Nur sage ich, stelle ich FaZe Clan und Navi nochmal auf eine Treppe über G2. Und da war ich dann halt auch im Überlegen, Navi oder FaZe. Wobei FaZe Clan ist momentan gut unterwegs. Navi war letztes Jahr bei der 2017er Edition ziemlich gut. Die haben, glaube ich, alles gewonnen. Beziehungsweise nicht alles, aber zum Beispiel in den Playoffs. Nicht in den Playoffs, in der Gruppenphase. Oder Vorrunde von der Gruppenphase, ich weiß es jetzt nicht. Mal kurz nachgucken. Genau, da hatten sie die 3 Wins ohne Lose. Und haben halt sonst auch alles gewonnen. Also ich glaube, die haben da kein einziges Mal verloren. Beziehungsweise bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Wobei Navi war da letztes Jahr ziemlich, also mit Abstand das krasseste Team. Aber ich glaube trotzdem, dass FaZe Clan da momentan einen Ticken besser unterwegs ist. Somit sage ich, dass die die 3 Wins machen ohne Lose. Und bei den 3 Loses ohne Wins war ich mir jetzt auch nicht so sicher. Weil ich war halt, jetzt sagen, Misfits Gaming sind ja okay, nicht so die Drücker. Flash Gaming zum Beispiel kenne ich überhaupt nicht, keine Ahnung, was das für ein Team ist. Renegades sind da, ja, also die war ich am überlegen wegen Team Soldiers, Space Soldiers. Dass die werden sicher nicht dreimal verlieren. Ich habe beim Bearbeiten gerade gemerkt, dass das Ende des Videos fehlt, beziehungsweise von der Aufnahme. Anscheinend war die Festplatte voll, währenddessen ich aufgenommen habe, und die hat dann die Aufnahme einfach abgebrochen, ohne dass ich das gecheckt habe. Auf jeden Fall, hier seht ihr jetzt meine fertigen Tipps. Und falls ihr jemand auch mit tippt und sich meine Tipps dann zum Beispiel eins nachmacht, ich sag gleich, ich übernehme keine Garantie, wie gesagt, ich bin ja schon... Also ich bin da mit der Materie nicht mehr so in einem, also ich befasse mich nicht mehr so mit den E-Sport-Teams. Aber das sind halt meiner Meinung nach die Teams, die weiterkommen würden. Und dann fehlt eigentlich hier auch nur noch die Abmoderation. Und so war es dann auch schon wieder mit dem Video. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was, wenn ihr, für welche Teams ihr seid, beziehungsweise tippt ihr für andere Teams. Würde mich interessieren, eure Meinung dazu. Ansonsten, über ein Abo. Ich habe keinen Plan, was ich laber. Ansonsten abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um keine weiteren Videos mehr zu versäumen. Und aktiviert die Glocke, nicht vergessen. Dann werdet ihr immer benachrichtigt, wenn ich ein neues Video uploade. Dann sage ich auch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Kacke, Alter. Nach einem Freitag aufzunehmen, das geht nie gut.